Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Free Space 2 Colossus. Wieder im Startbildschirm. Ja, ich habe es lange nicht gespielt, weil ich lange keinen Bock drauf hatte, weil ich immer sterbe. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ja so eine Sterbeorgie ist hier, habe ich jetzt die Schwierigkeit einfach runtergestellt, damit wir mehr alle zusammen mehr Spaß am Spiel haben. Weil wenn es zu viel sterben ist, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Auf jeden Fall, dann kann ich vielleicht auch mal ein bisschen passen, also ein bisschen am Stück durchspielen und das Ganze auch nicht in 100 Folgen ausdehnen, weil ich für jede Folge, also für jede Mission 20 Folgen brauche. Was implizieren würde, dass es nur 5 Missionen sind, was auch wieder Quatsch ist. Egal. Wir spielen jetzt auf niedrigere Schwierigkeit und dann haben wir ein bisschen mehr von der Story und vom Spiel. I'm Lieutenant Commander Jack Niven, your new squadron leader. Commander Snipes has been reassigned, so until further notice, you'll get your orders from me. Ja gut, wir kennen das ja alles noch, also muss mich gerade wieder erinnern, wir wissen ja immer noch, ja, hör mal kurz die Klappe hier, wir wissen ja immer noch, was wir machen sollen. Und ich guck mal nochmal in die Ship Selection, wir haben unseren Myrmidon, unser Subak, ja, läuft alles wie geschmiert. Alles klar, dann spielen wir jetzt die Mission. Ach ja, ich muss erstmal die Geschütze zerstören. So, Auto Target. Ach, ich hab's schon wieder, wie gesagt, ewig nicht mehr gespielt, ne? Also. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles geht. Ich muss euch auch gestehen, ich habe die Schwierigkeit jetzt nicht eine Stufe, sondern zwei Stufen runtergestellt. Damit es. Also, war mir einfach lieber, weil ich habe das immer auf zwei Stufen gespielt und bin ja trotzdem öfter mal gestorben. Also wir lassen das lieber sein hier. Also ich hätte jetzt noch eine Stufe weniger probieren können, aber ich habe irgendwie nicht so Lust drauf gehabt. Ich wollte das jetzt lieber so spielen, dass ich es doch endlich mal durchbekomme. Nämlich auch mehr Lust auf andere Projekte, aber wir wollen ja die Serie beenden. Und ich rede schon wieder total wirres Zeug, weil ich damit beschäftigt bin, mitten in diese Geschütze zu fliegen und trotzdem nicht zu sterben, wie ihr seht. Und ja, mitten in diese Geschütze zu fliegen und sie zu zerstören. Ich würde mal hier kurz spaßig sie zerstören. Ja. So, wir wissen ja nämlich, dass wir vielleicht von denen angegriffen werden hier. So, und da stelle ich mich jetzt mal dahinter. Y war das. Lassen wir einmal über. Whose orders are you gonna follow? Make your decision now, pilot. So, guck mal, der hat doch sogar schon geschwächte Heckschilde. Und sobald der rot wird. Ja, ich bin doof. Dann schicken einfach die Raketen hinterher und das müsste dann klappen. Vergessen, wie die Kontrollen hier waren, ne? Oh, Täuschkörper, du Schwein. Bam. Alpha 1, this is Allied Command. We are deploying reinforcements now. Hang in there. Help is on the way. Was ist das hier? Ach du Scheiße, ist der Sprungknoten. Oh. Jetzt ist die Mission natürlich trotzdem nicht so leicht. Ich hoffe, meine Leute sind schon da. Ja, es sieht so aus, als wären meine Leute schon da. Dann lasse ich die das mal machen. So, also tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede. Ich muss erstmal überhaupt wieder in das Spiel reinkommen. Und ja, das hier sind meine Freunde, die Irinjes-Jäger. Und die zerschießen jetzt den Aeolus-Kräuter, der mich zerschossen hat. Das ist doch ein bisschen doller einfach. Ich stelle die Schwierigkeit doch wieder ein hoch.
We are now transmitting the authorization codes and jump coordinates to your navigation computer. Your subspace drive should be back online. Sorry, you've outlived your usefulness as a deep cover operative pilot. Ja. Return to base for reassignment. Alles klar. Okay. Es war jetzt sehr einfach. Ich muss mich erst in die Kontrollen wieder reinfinden und ja, und überhaupt erstmal das Let's Play, das habe ich auch später eine Weile nicht gemacht. Und oh, wir haben einen Ordner für bekommen. Our deep cover operatives stashed vital schematic data in your fighter's onboard computer. With this information, GTVI analysts will be able to unravel the enigma of Bosch's ETAC project. These operatives also advised us of your impending execution. Unfortunately, we have no information concerning the whereabouts or status of Lieutenant Commander Snipes. We fear the odds of his survival are not favorable. In recognition of your outstanding service to the Galactic Terran Vesudan Intelligence and Special Operations Command, you are hereby awarded the Distinguished Intelligence Cross. With this honor, you are now one of an elite few. We will bring you as far as Vega, where you'll catch a transport back to Capella. You'll rendezvous with the Aquitaine and continue with your next squadron assignment. Congratulations on a successful tour with the GTVI. Ja, gut. Ich muss jetzt mal mein Gehirn überhaupt wieder ordnen. So, wir haben jetzt also die Mission geschafft und stellen jetzt die Schwierigkeit wieder eine Stufe höher, weil ich ja quasi nichts zu tun hatte. At 2150, the Colossus entered the Polaris system and neutralized the NTD Andronicus and the NTC Camisard, securing the jump node from Epsilon Pegasi. Meanwhile, the 13th Vesudan Battle Group has destroyed the NTD Cyrene and gained foothold in Sirius. Intelligence reports that Admiral Bosch and his elite guard have withdrawn to the rebel enclave of Regulus. Command anticipates a total Allied victory in less than 30 days. Ja, so, wir haben sie also ordentlich zurückgeschlagen und ja, werden die jetzt wohl innerhalb von einem Monat besiegen, die NTF. Da wir unsere Kolossus haben, die alles kurz und klein haut, was hier in den Weg läuft. Dr. Hargrove's task force has determined that the subspace portal in Gamma Draconis was constructed by the Ancients, an extinct civilization discovered near the end of the Great War. Artifacts excavated in the Altair system contain data that enabled the GTA and PVN to destroy the SD Lucifer. Many Terran and Vesudan systems once belonged to the Ancients' Empire, which the Shivans obliterated 8,000 years ago. The portal has been renamed Knossos after the Earth's Minoan civilization. Ich musste mich gerade erstmal, also ich war ein bisschen verwirrt, weil er Knossos sagt, weil das im Deutschen ja Knossos heißt. Und ich muss erstmal gucken, hey, was hat er da jetzt gesagt? Intelligence has learned that Bosch acquired ancient materials from an excavation site in the Deneb system. These artifacts somehow enabled Bosch to locate and activate the Knossos portal. This explains the presence of the Admiral's command ship in the Deneb asteroid belt. Bosch then sent the NTC Trinity into Gamma Draconis to activate the portal, which lured the Shivans into that system. We do not know Bosch's motives. What the Shivans are doing in the nebula. Mm-hmm. Allied scientists studying the portal remain optimistic about the potential for this technology. 5 to 10 years, we might be able to restore contact with Earth or create new jump nodes to unexplored regions of the galaxy. For this reason, the portal must remain open for as long as possible. And has issued a standing order to destroy the device. A full-scale invasion be imminent. Ja, das Portal soll so lange wie möglich offen stehen, aber sollten die Shivaner eine Invasion planen, dann müssen wir es zumachen. Das ist natürlich leider, steht uns das bevor. The destruction of the Ravana has intensified Shivan activity in the nebula. Shivan fleet appears to be smaller than the armada we defeated 3 decades ago, and our improved technology gives us a tactical advantage. However, with the possibility of uncharted jump nodes leading to more Shivan-infested systems, we cannot know with any certainty the full extent of the enemy force. A miscalculation on our part
could unleash the second Sheevan invasion of our home systems. Hmm. The Aquitaine will spearhead the next phase of our exploration and containment operation in the nebula. To help us achieve our objectives, the Alliance has developed new technologies, including advanced warning and control systems, or AWACS, and gas mining vessels to gather deuterium for our fusion reactors. Prototypes of these new tactical weapons and fighters will be deployed pending successful completion of field tests. The 134th Barracudas will be conducting these combat exercises near the Gamma Draconis jump node. Two next generation weapons are now available, Morning Star and the EMP missile. The GTWML-70 Morning Star improves upon the flail gun developed during the Great War. Recent advances in high temperature optics enable the primary focusing chamber of the Morning Star to produce a more coherent charge. Though an energy weapon, Morning Star has a powerful kinetic effect on its target. The EMP missile interferes with the electronic systems of vessels caught within the blast radius of the warhead. Detonation scrambles targeting data and jams communications. Tactically, the EMP is an effective anti-bomber weapon. It prevents these craft from acquiring aspect lock and temporarily shuts down the guidance and propulsion systems of warheads in flight. Dann müssen wir mal gucken. Also ich habe jetzt erstmal eine Weile Englisch gesagt, damit ihr das lesen könnt. Ihr könnt ja alle bestimmt selber Englisch und damit ihr zuhören könnt. Und ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir die EMP mal ausprobieren. Gerade gegen Bomber soll die anscheinend ganz gut sein. Und den Morningstar werde ich auf jeden Fall mal probieren. Den habe ich halt lange nicht benutzt, weil er nur Rumpfschaden und keinen Schildschaden macht. Aber, also kaum Schildschaden, glaube ich. Aber allein, dass wir die durch die Gegend schleudern können, damit ist bestimmt witzig. Und da werde ich die, warte mal bitte kurz, da werde ich die Schwierigkeit erstmal so lassen, weil ich nicht weiß, wie weit wir mit dem Morningstar vorwärts kommen. So, jetzt. Welcome to the 134th Barracudas, Pilot. I'm Commander Vinci, your squadron leader. The 134th is a combat evaluation unit, or CEU, which means we're among the first to test new ships and weapons in the field. While we carry out our missions, engineers will gather data on the systems we've been assigned to test. Okay. Komische Konstellation. In this mission, our primary objective is to escort two Triton-class freighters, the Erinpura and the Vauban. They will enter the nebula at the Gamma Draconis node and travel to their waypoint, where they will rendezvous with the GTCV Warspite. Their cargo is the new target acquisition and guidance missile system. The GTA Lucidity will provide AWACS support for this mission. With its powerful sensor array, the Lucidity will transmit targeting data to your fighter, effectively increasing your sensor range. The 134th will be the first to test the system in the nebula. Now keep in mind that the C in CEU stands for combat. These aren't controlled laboratory experiments. Sheevan activity has intensified, so you can expect to engage Samaras and Kanes out there. If the action gets too intense, call in reinforcements at your discretion. Good luck, pilot. Okay, wir haben Reinforcements bekommen wir, aber wir kriegen wahrscheinlich auch Kane-Kreuzer dazu. Das ist natürlich nicht so cool. Die sind zwar nur aus dem ersten großen Krieg. Oh, Perseus. Hm. Also die sind zwar nur aus dem ersten großen Krieg, aber trotzdem. Ja, gar kein Schildschaden. So, wir nehmen auf jeden Fall Tempest damit. Tempest und Hordnet, das gefällt. Ja, beides wird gleich groß, dann nehmen wir hier Tempest mit. Wenn wir auf keinen Kreuzer treffen, könnte das ziemlich praktisch werden. So, Reinforcements kriegen wir, Support Ship kriegen wir, probieren wir es mal.